wenn da noch Bugs sind, habe ich ja gar keinen Bock drauf von meinem Glück. Ich glaube, dann spielen wir mal das Loretta. Ja, wir holen uns mal einen Kaffee und dann gehen wir mal an Loretta, ne? So, Freunde des ungepflegten Döners, Kaffee ist da. Loretta von Duncan Entertainment. Thank you.
What's up, Trophy Hunters? Und wie war der Döner gestern? Ach du Scheiße. Skandal, du. Das war aber schöner, wo du allein daheim warst, ne? Da konntest du dir Döner hauen, wann du Bock drauf hattest, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Da ist ja die Loretta und der Inspektor Nudel. Gott Nudel 98, da ist er. King of Pasta. We'll tell them go into line. Into. Oh, danke schön, Malak. Morgen. Vielen lieben Dank für den Resub. Mm-hmm.
Oh, das Handy ruft an. Was ist los? Nein. Okay, jetzt machen wir das Glas mit Wasser voll. A dead red. Nach rechts und raus. Loretta Lou Harris. Okay, kann man alles skippen. Hä, was hat denn jetzt? Hat er gar nicht erklärt, was er macht. Ah, das, da hat er einfach mal keinen Kommentar gemacht. Zurück im Haus, ein Vogel nach links. Skippen.
Der Hohlkopfspalt, der Geldverwalter, der tritt deinen Arsch schon hier nach Malde. Und wie ein Falter wirst du fliegen. Halt nicht so schnell. Durchklicken. Üben mit. Der Walde. Das ist aber ein schlimmer Finger, du. Sieht aus wie mein Ex-Chef. Der hat auch so einen komischen Bart gehabt. In Düsseldorf, uiuiuiuiui, und? Was hast du für eines gemacht? Wer ist denn eine Elina? Die Mama? Nee. Mit Elina, wer ist denn Elina? Neue Linse, cool. Wie? Du hast noch eine Freundin, nicht nur die... Alter. Nicht nur die Milka, auch noch eine Elina. Irgendwie hören sie alle, hören sie mit A auf. Mala, Elina, Milka... Zwei Chicks, geil.
Gott, wie viel Text, du. So schnell kann ich gar nicht lesen. Gibt's doch gar nicht. Wuhu! Wie sich die ganzen Streamer das HelloFresh-Zeug da bestellen, das ist doch bestimmt sauteuer. Ich sehe das so oft bei Streamern, dass sie da Werbung für machen, weil sie Gutscheincodes abgreifen wollen. Ich glaube, das haben wir gar nicht bei uns. Wollte ich mal gucken. Hello Fresh. Ah, da musst du jede Woche so ein Menü annehmen, ne? Musst jede Woche so ein Menü annehmen und eine Box kostet normalen Fuffi. Das ist natürlich schon heftig, ne? Das ist schon heftig. Ich hätte mal wieder Bock auf ein halbes Hähnchen mit Pommes, du. Ein schöner halbe Broiler, wie man bei uns im Osten sagt, ne? Ein Broiler. Ach du Scheiße, auf die Timeline gekommen. Links. I got the poison. I got the remedy. Jetzt.
Mensch, Walter. Ich glaube, schauen wir nachher nochmal ein Brot, ein kleines, du. Brot ist gut. Ich habe noch zwei komplette Mischungen da stehen, habe ich nämlich gesehen. Schneller wie so Video. Hab ich das verpasst? Schwatt und Watt. Ja, muss ich verpasst haben. Okay. Murdere. Weg mit dir. Weg mit den Viechers. So, Walter, sind wir schon mal los. Und kaut der uns auch kein Ohr mehr ab. Motte.
Kuckuck, Kuckuck. So, der Nagel. Alright, alright, alright. Sollen wir mal gucken, nicht, dass ich schon My Little Pony krieg, ne? Dass ich das auf jeden Fall mal vor dem Reap fertig hab, du. Ich auch mal zu den coolen Jungs gehör. Du, das kann ich dir nicht sagen. Du musst ja mal was alleine rausfinden. My Little Pony, kommt doch ein neues. Oh, dann brauchst du das ja auch nicht giften. Cool. So, die Olle haben wir auch ums Eck gebracht. Du bist eingeschlafen dabei oder was? Da kennt man dich gar nicht.
Jawohl. Okay, ich muss noch mal Kaffee holen. Einfach die spannendsten Geschichten immer der Svendo. Hoffentlich habe ich jetzt nichts falsch geklickt. Einfach durchgeklickt. Hey, was? Einfach mal alles durchklicken. Pass auf, dass sie dich nicht harponieren, wenn du im Pool bist, lol.
Komm, bring um die Sau. Na, der Walde war da, wo die Tür auf war, glaube ich, ne? Putz die Brille. Hä, hey, wieso geht es nicht weiter? Lick. Ah, gedrückt halten. Warte mal. Ey, nicht so schnell. Freunde der Nacht, ich muss auch mal kurz Kaffee nehmen. Oh, der tote Kopf.
Ah, nee, Quatsch, der Walde war ja tot. Der Kopf, der kam, hat uns ja abgeknallt. Da ist er mir in den Loop gerutscht. Gleich nochmal ein Stückchen Döner abschneiden, du. Nam, nam, nam. Merkst du aufgehoben für heute. Klar. Ich muss jetzt nicht alles so runterschlingen. Hallo? Hallo, Quagina. Oh, Wacky. Wie geht's einem kleinen Honigkuchenpferdchen, na? Best Milf in the Biss, hast Päuslein schön. Hat sie so fein gemacht gestern. Sieht echt gut aus, du. Du fein gemacht. Habe ich früher, wo ich bei meinen Eltern war und Zimmer mal ausgemacht habe, auch gemacht, sowas Ähnliches. Sehr schön. Oh je. Und das bei der Hitze, ne? Jetzt wird's ja langsam richtig warm, du.
Irgendwas hat euch jetzt nicht gepasst. Jetzt. Oder? Hab ich irgendwas übersehen? Warum fühlt sich das nicht? Naja, es kommt drauf an, in manchen Gegenden Deutschlands soll es hier gar nicht so brutal warm sein im Moment, ne? Bei andere haben ja Gewitterwarnung. Uiuiuiui. Was macht der Corona? Ist besser? Bis später, liebe K.O. Danke fürs Reinschneien. Sauber bleiben. Drück dich fester. Klaps auf den Popo.
an old suitcase. Unser Repto. Hä? Zu welcher Bar? Was ist denn die Bar? Hardware Store? Hä? Wahrscheinlich Address from the Matchbox, oder? Ich glaube schon. Ja. Putting on the Ritz. Zum Busdepot. Ich hab Hunger. Oh Gott, die Karre kaputt, das fehlt uns ja jetzt noch, du.
Also ich weiß nicht, was daran gut ist, Reap, ganz ehrlich. Das mit Guy zu spielen ist doch rotzelangweilig, die Durchklickerei. Kann der echt nichts gut finden an dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach einem Guide folgen, ein, zwei Stunden lang. Weiß nicht. Für mich jetzt kein Highlight, bin ich ganz ehrlich. Ist das der Walter? Tatsächlich, oh mein Gott. Entschuldigung. Danke. In die Küche. Hoch. Wenn man mich in der Woche nach dem Spiel fragt, werde ich mich nicht mehr daran erinnern können, weil es absolut langweilig ist. Einfach wieder nur so ein Ding für ein Gamerscore, mehr nicht.
Nackte Weiber, jetzt wird's interessant. Naja, da bin ich ein bisschen, bin ich nicht bei dir. Absolut nicht. Einfach nur im Guide folgen, ein, zwei Stunden lang. Das ist wirklich reines Gamerscore-Ding, sonst nix. Hätte ich ihn wahrscheinlich auch nie gekauft, hätte ich nicht einen Code gekriegt dafür. Dafür ist mir meine Zeit für das Geld zu schade. Macht dir das Spaß? Findest du das gut? Mal ganz ehrlich. Jetzt einfach nur dem Guide zu folgen, zwei Stunden lang. Das ist doch langweilig, oder? Das hat mit Spielen, finde ich, jetzt überhaupt nichts zu tun. Null. Wenn es jetzt eine halbe Stunde wäre, dann würde ich sagen, ja, ist okay, aber das Ding geht anderthalb Stunden lang, das Video. Ich habe es ein bisschen langsamer laufen lassen, also ich bin locker zwei Stunden da dran. Also, nee. Absolute Zeitverschwendung. So was muss man ohne Guide spielen, damit man es, dann muss es halt paar Mal durchspielen und dann ist es ja noch schlimmer. Ja, und das mit Guide. Ohne Guide wird es immer locker 6 Stunden brauchen, weil du nicht alle Enden mitkriegst. Hättest du nicht den Guide geguckt, hättest du mindestens mal das Doppelte gebraucht.
Das hat für mich mit Spielen überhaupt nichts zu tun, sorry. Einfach nur im Guide folgen. Ist doch scheiß langweilig. Das war sogar rare, weil die meisten schon genervt waren. An der Stelle. Das war sogar rare, ist ja nicht zu fassen. Wahrscheinlich die Tasse. Was kostet das Ding? 15 Euro. Nee, sorry. Aber das passt gerade, weil ich heute sowieso keinen großen Bock habe zu zocken. Wieder diese Leere nach dem Spiel, was Spaß gemacht hat, nach dem Spiel gestern. Oh, jetzt spielen wir einen Typ. Sind wir der Walter? Nee. Pinkelt er ins Waschbecken? Tatsächlich, so ein Schwein. Hat er da reingepullert, du?
Blumenkohl am Pillemann, Mensch, wie kommt denn der daran? Sieht so aus, als ob wir der Butler wären. Aufwachen, Polizei! Ui. Oh Gott, der Vögel, oh Gott. Viel haben wir nicht mehr übrig. Lol. Oh nein, das wollte ich nicht, junge Freunde, oh Gott. Flieg nicht so weit, mein kleiner Freund. Oh Gott. Aber das ist ja fies, die fliegen ja auch durchs Bild durch auf die andere Seite. Muss ich jetzt da reinfliegen? Tatsächlich. Geht nicht als Highlight ein, das sag ich dir. Bin da bestimmt schon auch über eine Stunde dran.
hoch. Uiuiuiui. Ja, das Video ist bei der Hälfte, also sind wir mal locker anderthalb Stunden dran. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Elch, lecker. Krieg ich aber echt Hunger, du. Inspector Reap, da ist er, guck mal. Mein Name ist Inspektor Reap. Wo ist denn hier die Küche? Bats, kriegt er erstmal eins auf die Dates. Ja, aber den kriegen wir nicht so einfach da reingeschliffen, ich sag's euch. Da brauchen wir schon einen Traktor. Was zu trinken holen. Vergessen, Wasser aufzufüllen. Oh Gott.
esse nichts. Hab keinen Hunger. Cubic Games. Ah, Steam, okay. Steam brauchen wir nicht. Das ist das vierte Steam Game, was ich heute krieg, Alter. Die Penne von Rewards haben immer noch nicht geantwortet. Das ist schon eine Frechheit, ey. Jawohl, zack. Ein Hunderter, jawohl. Da ist er wieder, Inspektor Reap. Der Detective ohne Hals. Thank you.
reingehauen. Lass es schmecken. Alles durchskippen. Zack, der nächste tot. Alter.
Mhm. Room number 12. Some in coin. Stuff only, okay. Okay. There we go. Na, was hat er denn da? Schlüssel.
Alter! Ah, verstehe.
Loretta, Margret. Mensch, Julchen, ach, wer bist du denn? Das Käse-Julchen, guck mal, wieder schon wieder ein neuer Name, du, aber echt. Cozy Julia, schön. Und was geht? Einfach am Käse-Limit. So ein Pixel-Adventure, wo die Olle die ganze Zeit die Leute killt irgendwie. Loretta heißt das Ding. Loretta.
Also man kann auf die Story hören, ich spiele es mit Guide, weil es mir sonst zu lange dauert. Loretta von Dangan Entertainment, wir sind noch nicht ganz durch, wollte es nochmal zeigen, ist eine Hausfrau. Walder ist Schriftsteller aus dem idyllischen New York der 40er Jahre, hat es beide in den heruntergekommenen Farmhaus tief im ländlichen Süden verschlagen, wo sie von ausbleibendem Erfolg, finanzieller Not und wachsenden Eheproblemen geplagt werden. Und sie dreht halt völlig durch und killt eine nach dem anderen, du, sag ich dir, wie es ist. Elf. Cozy Content, jawohl. Kamst denn da drauf? Immer die schicksten Namen, du. Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir. Deswegen habe ich weder mein Xbox-Key, noch mein Xbox-Name, noch mein Twitch-Name und so weiter, weil ich überall viel zu sehr verknüpft bin. Käse, Julji, war noch dein bester Nekto. Sag ich dir, wie es ist.
Die Julia aus dem Auenland. Da ist sie. Oh. Walde? Wieder das Rote nehmen, ne? So, jetzt haben wir die Olle schon mal umgebracht. Erstens zu lang und zweitens kann ich dir jetzt schon sagen, worauf du überhaupt nicht geachtet hast wahrscheinlich, weil dir es nicht bewusst war, kriegst du überall Schwierigkeiten. Hättest du überall Schwierigkeiten gekriegt, kann ich jetzt schon sagen. Hättest du AE nehmen müssen, das ist nochmal ein Buchstaben näher. Das Schlimmste, was du machen kannst mit Ä. Was mit Ä? Das ist genauso, was mich triggert, ist, dass ich damals bei Xbox ein Leerzeichen reingemacht habe. Darth Freizeichen Ralle. Ist auch ganz übel, weil das Leerzeichen von vielen Links überhaupt nicht erkannt wird. Gehe ich zum Beispiel auf meinen Xbox-Link. Also ist da meistens Prozentzahl B oder irgend sowas, damit das Leerzeichen überkannt wird. Also das ist auch das Schlimmste, was du machen kannst. Irgendwo ein Leerzeichen mit rein, das ist ganz, ganz übel. Das habe ich damals halt nicht gewusst, sonst hätte ich es überhaupt nicht gemacht. Viele Seiten akzeptieren ja auch zum Beispiel kein Leerzeichen im Link. Ich glaube, wenn du auf Twitter gehst oder so, dann geht das gar nicht. Deswegen habe ich auf Twitter zum Beispiel dann ohne Leerzeichen. Aber jetzt nochmal mein Xbox-Nick ändern. Erstens ist mir nichts eingefallen. Und das hätte ich damals hätte ich das nicht mit Leerzeichen machen sollen. Das hat mich im Nachhinein schon echt getriggert. Jetzt habe ich aus Versehen Scheiße gedrückt. Fuck. Gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Ja, Twitch zum Beispiel geht auch nicht mit Leerzeichen. Twitter geht nicht mit Leerzeichen.
Und eigentlich will man es ja überall einheitlich haben. Jetzt haben wir wieder rot. Warte mal, das erste war... Ja, und das triggert mich, das hasse ich wie die Pest, Unterstriche. Kann zwischendrin nicht groß, klein, klar. Klar kannst du das bei Twitter. Guck, geht doch. Dann haben sie es mittlerweile geändert. Klar kannst du große Buchstaben machen. Es geht definitiv. Oder es ging definitiv. Und jetzt? Uhlala, guck mal, das könnten wir sein, Julia. Zack. Aber der gute Käse auf dem Tisch. Hör mir doch auf. Pass auf, dass der Käse drunter fällt, Menschenskinder. Frau Antje bringt Käse aus Holland. So, was fehlt noch? Jetzt fehlen noch 4.
Also kein Killen, also dürfte es ja hier egal sein. So schnell klicken. Ich gucke ja nebenbei ein Lösungswilo. Okay. Wenn der Milchmann zweimal klingelt, oh, da sind wir verdächtig. Chapter 11. Ach, das mit den blöden Vögel oder was? Okay, Gott sei Dank. Gehen wir in die Küche. Ah, kennst du den Tisch noch, Julchen? So, jetzt gehen wir runter in den Keller. Hoch und raus. Gehen wir in die Scheune und holen die Axt. Ach, so ein schöner Schmierkäse, das wär's jetzt, du. Wollte mir eigentlich heute ein Brot machen. Ich bin im Moment auf dem Brottrip, hab mir vor ein paar Tagen erst eins gemacht, das ist aber auch so lecker. Kostet nicht viel so eine Backmischung und hast zwei, drei Tage Brot, ne? Frisches, dickes. Ja, mal gucken. Das stimmt. Und ich mag es, wenn es frisch aus dem Ofen ist, durchgeschnitten, ein bisschen abkühlen lassen und dann direkt ein paar warme Scheiben gefuttert. Du. Da bist du satt für den ganzen Tag. Da bist du satt. Also ich zumindest. Und es schmeckt so lecker, ne? So warmes Brot mit Butter geschmolzen drauf, das ist schon lecker.
Nach rechts in die Küche? Nee. Was erzählt ihr denn mit Küchen? Okay, er ist im Brunnen. Zack, der nächste tot. Don't talk to strangers. Scheiße, Libeli, aber echt, oh. Es fehlen noch drei. Ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Schmecke lasse. Es gibt's ein Gutes. Eieieiei, na dann schmecken lassen. Zuckerei, bis dann, Johann. Danke fürs Reinschneiden.
I'm begging you, stay in town just a little longer. Okay, wir sind ein Quarter holen. Wir müssen zurück an die Rezeption, mit dem Quarter versuchen, das Newspaper zu holen. Rufen wir den Rezeptionist, gehen runter, die Rezeption ist leer, wir holen uns den Schlüssel für Room 11 und gehen dann in den Staff Room. Holen uns den Schraubenzieher. Gehen von hier in Raum 11. Rücken den Sessel beiseite.
müssen hier okay. Hol uns den Brief. Gehen in die Küche. Hey, warum?
Ich sag mal. Gibt's doch nicht. Vorhin bin ich im ersten Versuch durchgekommen. So, jetzt haben wir den gekillt. Hallo, Quacki, mein kleines Honigkuchenpferdchen, na? Hotti, hü. Du hübsche, du. So, jetzt schleppen wir den ins Grab. Hast du Mittag? Was gibt's Feines? Auch schön. Echt? Krass, wie stehst du das dann durch? Ja, wenigstens trinken tust, ne? Ja, Flüssigkeit muss sein. Man muss ja nicht so verfuttert sein wie der Reap, ne?
I'm afraid of mirrors. Wie lange musst du noch? Und jetzt? Oh, da hast du es ja schon fast geschafft, du. Yippie! Game complete. Oh ja, da kannst du aber ruhig mit reinlegen. Machst du mal schön Fotos im Papa, ne? Ja, geil. Lang kein schönes Bildchen mehr von dir gekriegt, du. Einfach Poolstream. Quacki im Pooli. Ach klar, du. Quetsch dich mit deinem Popo da mal mit rein, du. Arschbombe. Das war unser 100% Playthrough of Loretta von Duncan Entertainment. Loretta von Duncan Entertainment für 14,99. Loretta von Duncan Entertainment.